Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Professor Christian Kassung. Seien Sie gegrüßt. Christian Kassung ist Professor für Kulturtechniken und Wissensgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und wir möchten heute über Fleisch sprechen, denn wir haben ja kürzlich bei Wohlstand für alle schon über die Gegenwart der Fleischindustrie gesprochen. Und es soll heute um die Geschichte der Fleischproduktion gehen, wie Fleisch zur Massenware wurde, welche Innovationen dazu geführt haben und auch was das Fleisch mit der Industrialisierung zu tun hat. Denn darum geht es in Ihrem Buch. Das trägt den Titel Fleisch, die Geschichte einer Industrialisierung. Und Sie untersuchen dort das Berlin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts und wie dort eine Fleischindustrie entsteht. Und da ich selbst aus Berlin stamme, würde mich als erstes mal interessieren, warum Berlin? Also es gibt ja auch andere Länder und Städte, in denen Fleischindustrien entstanden sind, sicherlich auch zur selben Zeit. Warum war gerade Berlin für Sie der Ausgangspunkt? Ja, das ist natürlich eine total spannende Frage und sicherlich hätte man auch andere Städte mit in einen Vergleich nehmen können. Da wird immer dann Chicago direkt aufgerufen, da ist Paris als Vorbild auch für das, was in Berlin passiert. Das ist ein wenig zeitlich auch vorgelagert und läuft auch nicht ganz vergleichbar mit Berlin ab. Und dann wollte ich einfach auch, um eine lokal faszinierende Geschichte erzählen zu können, also um ein wenig auch zu beleuchten, wie funktioniert Berlin als Stadt, gedacht von der Ernährung her und dann speziell eben vom Fleisch. Und wenn man diesen Fokus wählt, dann wäre der etwas verschwommener geworden, wenn man dann noch eine Vergleichsperspektive reinbringt, zumal dann eben auch ganz andere Aspekte noch mit reinspielen. Und was macht denn das Fleisch zu so einer besonderen Ware? Also da gibt es ja eigentlich ganz vieles, was dieses Fleisch so besonders macht. Was ist für Sie besonders interessant daran? Ja, es gibt ja dann auch ein Kapitel, was die Überschrift Mythos hat. Und ich glaube, es ist tatsächlich ein wenig auch der Mythos, der mit dem Fleischkonsum seit jeher verbunden ist. Aber das wird erstaunlicherweise dann im 19. Jahrhundert auch wissenschaftlich untersetzt. Also man beweist oder man versucht zu beweisen, dass Fleisch extrem nährstoffreich ist, dass es gesund ist, dass es sozusagen die schnellste Energie liefert, dass eine gesunde Energie liefert auch für die, die geistig arbeiten und nicht nur für die, die körperlich arbeiten. Und so entsteht ein Gerüst sozusagen um die Frage der Ernährung einerseits. Andererseits aber ist es auch eine Frage der sozialen Teilhabe, weil natürlich der Fleischkonsum in den Zeiten vor dem 19. Jahrhundert, vor der Industrialisierung, vor allen Dingen auch mit sozusagen Schichtenphänomen war. Der Adel konnte sich ganz anders mit Fleischprodukten versorgen als Bürger- oder Bauernschichten. Und das sozusagen, diese Partizipation dann, diese Teilhabe an diesen Gesellschaftsschichten über ein günstiges, überall verfügbares Produkt Fleisch. Das ist sozusagen die zweite Komponente, die dann dazu beiträgt, dass Fleisch diesen mythischen Wert erhält. Und es gibt ja noch eine dritte Komponente eigentlich, nämlich dieses technische Problem, dass man es dann mit einer sehr verderblichen Ware zu tun hat, oder? Genau, das ist dann das, was gelöst werden muss. Fleisch ist, also sozusagen, bis es Fleisch geworden ist, ist es ein extrem dankbares, leicht zu verwaltendes Produkt. Die Tiere transportieren sich selbst und sie konservieren sich selbst bis zu dem Zeit, wo sie dann eben getötet werden. Und dann muss eine Logistik implementiert werden in der Stadt, die extrem schnell ist, die Störungen abfängt und die dann sehr feingliedrig mit der gesamten Infrastruktur der Industrialisierung verbunden wird. Also die Eisenbahnstrukturen werden verwendet, die Telegrafie für die Kommunikation, die Markthallen, die dann gebaut werden. Und das alles spielt dann zusammen und schafft ein ganz neues Produkt. Und vielleicht ist das dann, wenn wir jetzt in der Reihenfolge bleiben, ein viertes Merkmal. Es entsteht eben in gewisser Weise auch ein neues Produkt durch diese All- und Überverfügbarkeit. Ja, wir können das meinetwegen gerne auch fast schon in der Reihenfolge, wie es bei Ihnen im Buch geschildert wird, natürlich hier auch mal nachverfolgen, quasi vom noch lebenden Tier
bis zum Teller im Wirtshaus, denn so ist ihr Buch aufgebaut. Sie verfolgen eben, wenn man so will, ja, das Schwein von den Gleisen, wo es angeliefert wird, in den Schlachthof, bis dann zur Bierquelle, wie es heißt. Und sie vertreten da schon sehr früh die These, ich meine, ihr Untertitel lautet ja auch Geschichte einer Industrialisierung, dass Fleisch nicht nur durch die Industrialisierung massenkonsumtauglich wurde, sondern umgekehrt auch die Industrialisierung befördert hat. Und da heißt es zum Beispiel, die Industrie sei, Zitat, nicht nur Dampf, sondern eben auch Fleisch getrieben. Was bedeutet das? Ja, also wenn man nach den Entstehungsgründen, den Entstehungskontexten für die Industrialisierung fragt, dann erhält man relativ schnell immer die Antwort, dass die Dampfkraft, die Industrialisierung, die Dampfmaschine das möglich gemacht hat. Aber das Antreiben oder das Versorgen der technischen Maschinen ist in meinen Augen nur eine Komponente der Industrialisierung. Wir wissen von Berlin, wie enorm sich die Bevölkerungszahlen steigern durch den Zuzug. Das sind natürlich die Menschen, die dann die Maschinen bedienen, aber sie sind eben auch in gewisser Weise selbst Maschinen, die versorgt werden müssen. Und dann werden sie maschinell versorgt, eben über dieses hochindustrialisierte Produkt Fleisch. Und auf die Art und Weise entsteht ein Kreislauf, der sich im Grunde genommen selbst erhält. Darum geht es mir, dass die Abhängigkeit gegenseitig ist. Also die Maschinen stellen die Nahrungsmittel zur Verfügung für die Menschen, die dann die Maschinen mit Arbeitskraft versorgen. Und das ist dann eine Produktivität, die so enorm ist, dass ja, sich Berlin ja in einer Weise verändert in diesem kurzen Zeitraum von 20, 30 Jahren, dass ja, es dann zur Industriehauptstadt Europas wird. Und man ist sich da zumindest dann im 19. Jahrhundert doch recht sicher, dass eigentlich ein richtiger Arbeiter, also es wird ja auch sehr stark mit Männlichkeit konnotiert, ein richtiger Mann, der hart arbeitet, dass der unbedingt Fleisch essen muss. Und das ist natürlich auch so, das beschreiben Sie in dem Buch, dass der wissenschaftliche, ja, dass das Wissen darum, ob das wirklich so stimmt oder nicht, sich dann immer wieder abändert, aber dass sich das dann doch als Mythos so gewissermaßen hält, oder? Ja, also als Wissenshistoriker tue ich mich immer schwer mit Kategorien wahr, falsch, richtig. Es geht darum, dass hier ein Wissen produziert wird, was wirksam wird. Und die Verbindung von Fleisch und Männlichkeit, die ist ganz alt. Die kann man natürlich bis in Jagdszenen hinein zurückverfolgen. Und das wissen wir alle heute nach wie vor, wenn es um die Frage geht, wer bedient jetzt den Grill, dann ist das eine gegenderte Frage. Und da ist sozusagen eine mythische Kontinuität dieser Verbindung von Fleisch und Männlichkeit. Und der versuche ich ein Stück weit auch nachzugehen. Und eine mögliche Antwort, die ich darauf gebe, ist eben, dass die Position des Arbeiters ganz enorm aufgewertet wird in dieser Zeit, indem er über die Ernährungspraktiken Teilhabe am Fleisch eben in andere soziale Schichten mit hineingeht. Und Sie machen dann ja zum Ausgangspunkt der Untersuchung das Schienenwesen. Da würde es mich jetzt freuen, wenn Sie vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung geben können, was da in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts passiert. Denn ich muss gestehen, ich hatte wenig Ahnung davon, was da alles passiert, wie stark da auch der Ausbau stattgefunden hat und was man sich da auch von Regierungsseite gedacht hat, als man eben dafür gesorgt hat, dass der Personen- und Güterverkehr gestärkt wird. Ja, mit der Reichsgründung ist natürlich dann sofort auf der politischen Agenda die Frage, wie versorgt man dieses neue Staatsgebilde mit Produkten. Und dann ist die Eisenbahn erstmal die Antwort der Zeit auf diese Frage, weil ja alle anderen Individualverkehrsmittel vergleichsweise später kommen. Und das entscheidende Element dann beim Aufbau dieses Eisenbahnnetzwerks ist diese Netzwerkhaftigkeit. Das heißt, es wird sofort argumentiert, wir brauchen Hauptlinien, da wird Geld verdient, und wir brauchen die Nebenlinien, die trotzdem funktionieren müssen. Und wenn eine Nebenlinie ausfällt, dann muss man woanders herfahren. Also dieser Gedanke, dass man ein Netzwerk, ein Transportnetzwerk schafft, was sicher ist, einfach weil es redundant ist und was stabil ist, weil es sich als Gesamtgebilde finanziert, das ist eine geradezu geniale Idee. Die ist damals von Preußen aus gelenkt worden, und auf dieser Basis ist dann
ja, kann man schon sagen, eines der weltweit besten Eisenbahnnetzwerksysteme entstanden. Ja, und jetzt können wir natürlich uns fragen, was mit dem 9-Euro-Ticket passiert ist, was übrig geblieben ist, wenn minimalste Störungen, das lernen wir ja gerade, ausreichen, damit das ganze System ins Wanken gerät. Also irgendetwas ist da passiert. Und private Anmerkung, ich würde mir wünschen, dass man zu diesem Systemcharakter ein Stück weit wieder zurückkehrt. Dass man vielleicht auch dahin zurückkehrt, dass man sagt, wie man es in 1880er Jahren gesagt hat, dass man sagt, wir zentralisieren wieder beim Staat die Mittel und versuchen, eigentlich sowohl die kleineren als auch die größeren Linien wieder in staatliche Hand zurückzuführen, oder wie meinen Sie das? Ja, also der Obertitel Ihrer Reihe hat ja für alle, und Wohlstand ist ein Element, aber Infrastrukturen, wir denken ja im Moment sehr viel darüber nach, was wir alles liberalisiert haben und was man gegebenenfalls wieder rückgängig machen kann. Wasser, Strom, Transport, Luft, das sind Elemente, die jeder von uns braucht, jede von uns braucht zum Leben. Wenn man das privatisiert, führt das dazu, dass diese Märkte empfindlichen Schwankungen ausgesetzt sein können, gerade in Zeiten wie heute. Und dann ist, glaube ich, die Frage schon berechtigt, ob und inwiefern eine systemische Steuerung dieser Netzwerke besser in der Lage ist, auf mögliche Störungen zu reagieren. Und jetzt mal gleich verbunden mit diesem Thema Fleisch. Und der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie hat denn dann dieses Schienennetzwerk dabei geholfen, das Fleisch zu transportieren? Das musste ja irgendwie nach Berlin reinkommen. Es war ja nicht so, dass jetzt in Berlin wahnsinnig viele Züchter waren und die haben dann zu diesem zentralen Vieh- und Schlachthof, über den wir gleich auch nochmal sicherlich sprechen werden, die haben dort dann die Tiere hingebracht, sondern die kamen ja tatsächlich aus anderen Regionen. Genau, das ist natürlich die Herausforderung, dass die fleischproduzierenden Regionen ist im Wesentlichen Schlesien und Ostpreußen. Das heißt, wir haben da riesige Entfernungen, die zurückgelegt werden müssen. Das sind 1000, 1500 bis zu 2000 Kilometer. Und der Schlachthof muss zweimal in der Woche zum Markt versorgt werden. Das heißt, wir brauchen eine stabile Transportverbindung dann bis dahin. Und die wird eben geschaffen durch diese neuen Eisenbahnlinien, die dann gezogen werden. Und dann entsteht etwas sehr Interessantes, dass eben diese Trennung von Güter- und Personenverkehr stattfindet. Das heißt, es sind dieselben Linien, tagsüber fahren die Menschen und nachts fahren die Tiere, weil man das eben auch nicht unbedingt sehen möchte, was da passiert. Also da ist auch eine Unsichtbarkeit dieses Versorgungsnetzwerks schon in gewisser Weise gegeben, was wir ja heute perfektioniert haben. Also wenn wir uns jetzt gegenseitig fragen, wo ist der nächste Schlachthof, dann wissen wir beide das vermutlich nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Wüsste ich jetzt nicht zu berichten, ob sie überhaupt in Jena irgendwo einen Schlachthof gibt beispielsweise. Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Jetzt ist es nun so, da werden die Tiere angeliefert. Man hat sich in Berlin diesen zentralen Vieh- und Schlachthof geschaffen. Vielleicht müssen wir da sogar noch einen kleinen Schritt zurück machen und mal fragen, was war denn vorher eigentlich da, bevor es diese eine zentrale Stelle gab, wo das gebündelt war? Also wie wurde vorher geschlachtet und wie sind die Menschen an ihr Fleisch gekommen? Ja, also vorher war das eben dezentral. Das war nicht unbedingt ineffektiv. Das war einfach über die gesamte Stadt verteilt. Die Probleme, die damit verbunden waren, waren im Wesentlichen Hygieneprobleme. Das heißt natürlich, dass die Abfälle im Wasser gelandet sind. So, das konnte man nicht unterbinden. Berlin hatte zu dieser Zeit eben auch noch kein wirklich funktionierendes Kanalsystem. Und das Hygieneargument ist vor allen Dingen auch eins, in der Zeit entsteht die Charité, das gesamte Gesundheitswesen, das Versicherungswesen natürlich auch. Also der Staat hat auch ein ökonomisches Interesse daran, dass die Bürgerinnen und Bürger gesund sind. Da ist eine Vorsorge, die aber eben auch ein Geldwert mit reinbringt in diese Diskussionen. Und das ist zumindest in den Debatten, die man im Reichstag nachvollziehen kann, immer wieder ein Argument, was aufgerufen wird, dass die Hygienebedingungen verbessert werden müssen von diesem dezentralen Schlachten. Wenn wir nach Asien schauen, ist das nach wie vor teilweise sehr, sehr dezentral, was da passiert. Und kann man jetzt spekulieren in Covid-Zeiten, ob das zu Problemen führt oder nicht. Ja, also
Klar, es ist zumindest so, dass natürlich diese Zentralisierung es ermöglicht, besser zu kontrollieren, gerade von staatlicher Seite aus, dass die hygienischen Maßnahmen eingehalten werden. Das ist jetzt ein Kapitel, was nicht so unglaublich ökonomisch ist, weshalb ich es hier im Interview nicht so in den Vordergrund stellen wollte, aber was trotzdem für mich mit am interessantesten war, wie dann diese sogenannte Trichinenschau stattfindet, also wie geguckt wird, dass das Fleisch in gutem Zustand ist, damit die Menschen nicht erkranken, die es konsumieren. Hochgradig faszinierend, was da im 19. Jahrhundert passiert. Aber gucken wir uns vielleicht erstmal nochmal diese Zulieferung an. Also wir haben jetzt aus unterschiedlichsten Regionen eigentlich Züge, die kommen dann an auf diesem Zentralvieh- und Schlachthof und diejenigen, die dann diese Tiere transportieren, die sind ja schon mal nicht die Züchter. Also die kaufen eigentlich vom Züchter die Tiere, bringen die dann zum Schlachthof und müssen dann gucken, wie viel sie loswerden. Und abhängig davon, wie viel gerade nachgefragt wird, fahren die gegebenenfalls auch mit ganz schön vielen Tieren wieder zurück. Das heißt Nein, also, wir haben zurück hier nicht. nicht. Okay, wie Nein, dann? zurück nicht. Also das sind, der Viehhändler ist eben dann dieser Berufsstand. Das ist auch ein komplizierter Berufsstand. Also die tragen das ökonomische Risiko selbst. Das ist ein Leihgeschäft, das ist ein Kreditgeschäft. Das heißt, die müssen einen Kredit beim Einkauf realisieren. Das macht auch der Schlachthof. Und der Überschuss, der dann erwirtschaftet wird am Markttag, der bleibt dann hängen. Aber Berlin hat so einen großen Magen, da wird nichts zurückgefahren. Also das ist im Bereich von maximal 5%, was an Tieren dann Berlin nochmal verlässt in Richtung Hamburg zum Beispiel. Da gibt es eine kleine Weiterreichung, aber im Wesentlichen wird das alles in Berlin weiterverwendet. Aber Sie beschreiben ja im Buch, dass die Risiken gewissermaßen aus der Stadt rausgedrängt Ja. werden. Ja, genau. Was Die heißt das? Händler und die Züchter, die tragen das Risiko. Der Schlachthof schlachtet sozusagen alles das, man kann sich das vorstellen, das ist ein riesiges Gleis, es sind mehrere Gleise und das, was da ankommt an einem Tag, also an 2 Tagen in der Woche, das entspricht auch dem Durchsatz, der dann verarbeitet werden kann, innerhalb von 3, 4 Tagen unter der Woche und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Das ist der Rhythmus ist sozusagen ein Dreitagesrhythmus, das ist das Herz des Schlachthofs und damit pulsiert die Fleischversorgung in die Stadt hinein. Es wird also permanent dann geschlachtet, alle paar Tage angeliefert, dann wieder ein paar Tage lang quasi durchgeschlachtet. Und das ist ja ganz interessant, weil natürlich mit diesem Phänomen Industrialisierung sofort in den Köpfen der allermeisten Menschen natürlich auch ja sehr harte Arbeitsbedingungen verbunden sind, ne? Also eigentlich eine dauernde Arbeit. Die Maschinen, die sollen möglichst nicht stillstehen. Das kann man ja, weiß nicht, wunderbar, beispielsweise im Kapital oder so nachlesen, wie sich Fabrikanten beschweren, wenn da mal ein paar Stunden die Maschinen stillstehen. Also was sind das für Arbeitsbedingungen, die diejenigen erfahren, die dort jeden Tag Tiere töten? Also wenn wir wirklich in den Berufsstand des Schlachters reingehen, dann haben wir absolut prekäre Arbeitssituationen. Sie haben das Beispiel Trichinenschau genannt, da haben wir hochbezahlte Beamte, die da dann tätig sind. Also der Schlachthof bildet auch in gewisser Weise dann eine gesamte Gesellschaft ab, mit unterschiedlichen Berufssparten. Das Schlachten muss man sich schon maximal schlimm vorstellen. Das ist eben noch wenig maschinell, was da passiert. Das ist ganz viel Handarbeit, es ist körperlich herausfordernde Handarbeit. Also die Situation ist eigentlich die, dass eine Stadt in der Stadt entsteht um den Schlachthof herum, dass die Arbeitskräfte noch nicht mal so viel Freizeit haben, dass sie abends nach Hause kommen, sondern oft sozusagen in Schichten in irgendwelchen Wohnungen leben. Es gibt Bordelle, es gibt Restaurants direkt in der Nähe. Also das sind junge Menschen erstmal, die arbeiten sozusagen, bis sie verbraucht werden und dann gehen sie, wenn es alles gut geht, in andere Berufe. Aber das ist wirklich, also da, man traut sich nicht Sklavenarbeit zu sagen, ne? Aber von heutiger Perspektive aus ist das natürlich teilweise untragbar. Leider sind die Berichte nicht so, dass man da wirklich in den Alltag rankommt. Es ist immer, wenn es Auseinandersetzungen gibt, dann ist da was in den Archiven als Spuren vorhanden. Ja, aber es ist in jedem Fall prekär.
Und die Trechinenschauer, die haben Sie auch angesprochen als natürlich ein anderes Beispiel, die sind besser bezahlt. Und man hat so den Eindruck, zumindest ist in Ihrem Buch eine Abbildung von Trechinenschauerinnen, also das sind Frauen, die dann die Hygiene kontrollieren, die sich angucken, also die sich eben ganz fein unter dem Mikroskop das Fleisch anschauen und gucken, ob das irgendwie beschädigt ist. Und war das tatsächlich auch schon so ein früher Beruf, in dem dann Frauen gutes Geld verdienen konnten? Oder war das eher die Ausnahme, dass Frauen in diesem Beruf waren? Nein, es wurde sogar argumentiert, dass Frauen viel besser geeignet sind für diesen Beruf, weil das eigentlich ein enttäuschender Beruf ist. Also Ziel ist es ja, dass man möglichst wenig Trichinenfunde hat. Das heißt, es kommt maximal einmal im Monat, kommt ein Erfolgserlebnis, yippie-yay-yay. Vielleicht müssen wir kurz mal erklären, was Trichinen sind. Trichinen sind sozusagen vom Lebenszyklus hochkomplexe Parasiten. Die werden in Eiform, lagern sie sich in das Fleisch ein und können sich dann als Wurmtiere im Darm einnisten und wirklich zu schweren Erkrankungen führen. Das Problem ist, dass sie super lange überlebensfähig sind. Sie können sich in so einer Kalkatmosphäre verkapseln und werden zwar getötet, wenn man das Fleisch wirklich auch kocht, lange Zeit, aber wenn man es eben schmackhaft zubereitet, so wie wir das gewohnt sind, nicht völlig durchgart, dann besteht eine große Gefahr der Trichinenerkrankung. Und deshalb eben, auch da sind wir wieder bei der Fürsorgepflicht des Staates, wird da ein ganzes Kontrollnetzwerk eingezogen. Und dieses lebt eben davon, also es werden Proben genommen von dem Fleisch, die werden mikroskopisch untersucht. Und bestenfalls findet man eben keine Trichinen. Und da wird dann tatsächlich argumentiert, das ist nichts für die Männer, die brauchen Erfolgserlebnisse. Hier sind Frauen viel geeigneter. Ja, ich meine, klar, man will natürlich, dass es möglichst selten passiert und es ermüdet natürlich auch sehr stark, ne? Also sicherlich wird auch deshalb das so gut bezahlt gewesen sein, weil es natürlich wahnsinnig ermüdend ist, wenn man den ganzen Tag lang sich unter dem Mikroskop diese Fleischstücken ansieht und vielleicht nur einmal im Jahr einen, in Anführungszeichen, Erfolg hat. Genau, das muss kontrolliert werden, sonst schaut man halt nicht ins Mikroskop, sondern schaut irgendwo anders hin, ne? Also Kontrolle ist sowieso natürlich etwas, da könnte man jetzt mit Foucault natürlich auch weiter argumentieren. Kontrolle ist ein ganz wesentliches Element, was gewährleistet werden muss, damit dieser Organismus des Schlachthofs stattfindet. Das funktioniert. Das geht bis in die Architektur rein, ne? Dass also wirklich das architektonisch so geplant wird, dass aufsehende Personen dann möglichst gute Blickperspektiven haben, dass man sich nicht dem kontrollierenden Blick entziehen kann, damit eben diese Kontrolle gewährleistet ist. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Arbeitsbedingungen gesprochen, was ja auch mit einigen Zumutungen zugegebenermaßen verbunden ist. Aber natürlich noch viel mehr Zumutungen müssen natürlich die Tiere dort erleiden. Und das kommen dann relativ bald auch Diskussionen auf. Beschreiben Sie, wie kann man in Anführungszeichen menschlich töten? Ja, also wie kann man möglichst wenig schmerzlos töten? Das sind dann Debatten, die von einer Tierschützerin beispielsweise angestoßen werden, die zwar nicht per se, so habe ich das zumindest in dem Buch verstanden, jetzt gegen die Tötung von Tieren zum Zweck des Essens ist, aber die zumindest sagt, allzu brutal darf es dabei auch nicht ja, vorangehen. Und gleichzeitig sieht man, dass es da große Widersprüche gibt. Beispielsweise, wenn man zu schnell das Tier ausbluten lässt, dass das die Fleischqualität mindern kann. Wie ging man mit diesen ganzen Widersprüchen um? Ja, also einerseits gibt es natürlich die Tierschutzbewegung und auch die Veganismusbewegung oder Vegetarismusbewegung gibt es schon in dieser Zeit. Die spielt aber für das System Schlachthof nur insofern eine Rolle, als dass auch hier wieder der Staat versucht, Strukturen oder Praktiken zu implementieren, die ein möglichst humanes Sterben der Tiere ermöglicht. So, und dann ist die Frage, was heißt human? Da entsteht natürlich erst ein Wissen um das Sterben, um den Tod. Und zwei Komponenten sind dabei. Also erstens soll das Tier nicht mitbekommen, wie es stirbt. Es soll den Tod sozusagen im Augenblick unvorbereitet erleiden oder ereilt werden vom Tod. Das heißt, die Betäubung ist das Entscheidende. Die Tiere werden zuerst betäubt.
Und dann muss der Fleisch, der Blutentzug vorgenommen werden, aus kulinarischen und aus Konservierungsgründen. Das heißt, das Tier wird dann angeschnitten, sodass es ausblutet und stirbt sozusagen dann durch den Blutentzug. Aber da es betäubt ist, bekommt es das nicht mit. So, das funktioniert aber eben nur, wenn es funktioniert. Und dann ist das Erstaunliche, es gibt dann lange Debatten darüber, wie schafft man es, die Tiere möglichst effektiv zu betäuben. Und da hat sich dann herausgestellt, da gibt es Wettbewerbe, da gibt es Untersuchungen zu, dass der menschliche Schlechter die geeignetste Maschine ist, um eben mit einem schlichten Schlag auf den Kopf oder einem Bolzenschussgerät diese Betäubung herbeizuführen. Eine kurze Frage, die mich jetzt interessieren würde, fiel mir jetzt nur gerade ein. Es gab ja immer wieder natürlich Arbeiterbewegungen in so bestimmten Industrien und davon ist jetzt in Ihrem Buch nicht so viel geschrieben. Gab es sowas? Denn es ist ja schon eine Industrie, das merkt man ja an dem, was Sie hier beschreiben, die psychisch natürlich sehr belastend ist. Wenn man so ein Tier hat, man weiß, man knüppelt eins nach dem nächsten quasi nieder, um es zu betäuben. Das geht ja mit unglaublichen Belastungen sicherlich einher, gerade wenn dieser Versuch der Betäubung mal schief geht. Gibt es da so eine Geschichte oder eher nicht? Da habe ich nichts gefunden und ich würde mal vermuten, wenn Sie 3-4 Tage im Schlachthof gearbeitet haben, dann versuchen Sie nur selber da durchzukommen. Also die Menschen werden ja selbst auch maschinenförmig, weil diese Arbeitsumgebung eine maschinenförmige ist. Und man funktioniert dann da und dann wird eben geschlachtet und getötet am Fließband, egal ob das ein Fließband ist oder ein Mensch. Richtige Debatten über psychische Belastungen, so wie wir das heute kennen, gibt es zumindest nach meinem Kenntnisstand nicht. Da hab ich nichts gefunden. Gut, ich würde auch behaupten, zum Beispiel jetzt zu psychischen Problemen von Menschen, die Tiere schlachten, darüber wird eigentlich heutzutage ja auch gar nicht gesprochen, sondern das sind ja schon oftmals noch verhältnismäßig privilegiertere Berufsgruppen, bei denen darüber gesprochen wird. Allgemein würde ich sagen, hat man den Eindruck bei der Lektüre Ihres Buches, dass die Geschichte der Fleischindustrie auch eine Geschichte der Verdrängung ist. Also Sie haben ja eben schon gesagt, die Tiere kommen nachts, damit man davon nicht so viel mitbekommt. Es gibt auch diesen einen zentralen Vieh- und Schlachthof und anfangs ist da in der Umgebung zumindest auch gar nicht viel mit Wohnvierteln. Das entwickelt sich dann erst im Laufe der Jahre. Die Architektur ist nach außen hin glatt, sodass man wenig davon mitbekommt. Und man führt dann eben Diskussionen, in denen man natürlich die Widersprüche, die da auftreten, beispielsweise jetzt beim Thema Tierschutz, die man dann auch eher zu verdrängen versucht. Ist das eine Parallele, die sich bis heute durchzieht? Ja, in jedem Fall. Also das Tier muss unsichtbar werden. Das Tier muss in Fleisch verwandelt werden, damit es konsumiert werden kann. Und dann werden auch neue Produkte erfunden. Also die Wurst ist im Grunde genommen ja das geniale Produkt schlechthin. Das schmeckt nach Fleisch, das kann vom Geschmack her 100% identisch immer wieder produziert werden. Aber es sieht überhaupt gar nicht mehr nach Tier aus. Und dieses Unsichtbarwerden, was wir im Produkt haben, das hat natürlich auch dann von den Produktionsumgebungen eine gewisse Unsichtbarkeit, dass sehr bewusst dieser Schlachthof dann, der vorher ja in der Ackerstraße war, in der Mitte der Stadt herausgenommen wird, natürlich auch aus logistischen Gründen an das Ringbahnnetz angeschlossen wird. Aber damals war das Weichbild der Stadt bis dahin eben noch nicht vorgedrungen. Das war wirklich außerhalb letztlich der Stadt. Da findet diese Transformation oder diese Unsichtbarwerdung des Tiers im Fleisch, im Schnitzel, in der Wurst statt. Und jetzt wurde in Berlin in neuem Maßstab Fleisch produziert, aber auch auf neue Weise konsumiert. Sie haben jetzt eben schon beispielsweise die Wurst angesprochen, die da natürlich als Produkt nochmal sich besonders durchsetzt. Gut, klar, also ich meine, Würste gab es schon früher, aber dieser Wurstkonsum, der wird nochmal ganz stark, gerade weil es auch dann diese Bewegung gibt, dass die Arbeiter eben nicht mehr zu Hause essen und auch vielleicht gar nicht unbedingt selbst mitgebrachtes Essen zu sich nehmen, sondern dass sie die Mittagspause wirklich nur in beispielsweise Stehbierhallen verbringen. Da können dann Arbeiter oder auch Angestellte Wurstbrote und Bier konsumieren. Und wie hat denn das dann die Essenskultur in den Städten verändert? Und was hat das mit dem Hause Aschinger auf sich? Das war auch für mich nochmal besonders interessant. Da haben Sie jetzt gar nicht so unglaublich viel zu geschrieben. Aber tatsächlich ist da in Berlin
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beziehungsweise im frühen 20. Jahrhundert dann der zwischenzeitlich größte Hotel- und Restaurantkonzern Europas entstanden. Ja, genau. Das ist ein weiteres Moment, wo wirklich dann die Industrialisierung sich verbindet mit der Fleischproduktion. In der Industrialisierung trennen sich der Ort der Arbeit, der Ort des Wohnens und der Ort der Freizeit voneinander. Wir haben drei verschiedene Orte, an denen die Menschen leben. Sie sind verbunden mit denselben Infrastrukturen, mit der Eisenbahn, mit der eben auch die Lebensmittel transportiert werden. Und gerade dann eben die Trennung von Wohnstätte und Arbeitsstätte hat zur Folge, dass die Wege ganz andere Funktionen übernehmen, nämlich zum Beispiel dann die Funktion der Ernährung. Man ernährt sich eben auf dem Weg zur Arbeitsstätte. Das heißt, auf den Straßen entsteht dann das, was wir heute als Snacken bezeichnen würden. Und beim Snack ist die Wurst sozusagen das, was in bester, schnellster Art und Weise konsumiert werden kann auf dem Weg. Und dann ist das natürlich auch ganz schnell sozusagen ökonomisch wertvoll und es entsteht, oder die Brüder Aschinger, die von München dann nach Berlin hochkommen, ziehen dann innerhalb von kürzester Zeit das erfolgreichste Unternehmen überhaupt auf, indem sie ja so eine Mischung machen zwischen beste Qualität zum geringsten Geld, ne? Klingt immer gut und günstig, heißt das heute, ne? Also das ist der Slogan. Sie ziehen das durch, indem sie sagen, wir verkaufen den Leuten Bier, dazu gibt es kostenlos Brötchen und Wurst zu unglaublich guten Preisen. Und das ermöglicht es dann eben auch den arbeitenden Bevölkerungsschichten, an einer Restaurantkultur teilzunehmen. Und auch da über dieses Element eine andere soziale Teilhabe zu praktizieren. Und das sind auch tatsächlich Orte, wo verschiedenste Schichten aufeinandertreffen, Genau. hat man bei der Lektüre den Eindruck. Also es sind Genau. Orte, es sind große Hallen, die auch mitunter, ja, also wahnsinnig schick sind. Also da würde man heutzutage wahrscheinlich sagen, so sehen heute nur noch Luxusrestaurants aus. Und gleichzeitig hat man dann aber wahnsinnig viele Stehtische, vielleicht auch noch ein paar, wo man sitzt, aber vor allem sehr viele Stehtische, wo die Menschen dann ein günstiges Brötchen essen. Genau, es ist da, wird das erfunden, was für uns heute alltäglich ist. Wir haben eine Eingangssituation mit einer Vitrine, da sieht man, was man bekommen kann. Da kann man das entweder mitnehmen raus auf die Straße oder man setzt sich schnell hin. Dieses schnelle Essen, dieses schnelle sozusagen und die damit verbundene schnelle und auch kontingente Begegnung, die sich dann ereignen kann, auch als gesellschaftliches, als soziales Ereignis, das entsteht alles in dieser Zeit, ein Stück weit eben auch in Verbindung mit dem Fleisch und produziert dann urbane Lebensmuster, Mobilität, Kontingenz, Durchmischung sozialer Schichten, Begegnungen, die für uns heute selbstverständlich sind, beziehungsweise die in meinen Augen auch einfach das auszeichnen sollten, was urbane Lebensstrukturen sind. Jetzt vielleicht noch ein Ausblick mal in die Zukunft gewagt. Also Ihr Buch konzentriert sich ja vor allem natürlich auf die Fleischindustrie bis in die späten 20er Jahre. Aber Sie haben ja selbst gesagt, Sie interessieren sich für Wissensgeschichte. Nun ist es ja so, dass doch die Art und Weise, wie über Ernährung gesprochen wird, sich wandelt. Also es passiert langsam, aber es passiert natürlich schon. Also dieses sich lustig machen über Veganer, würde ich sagen, nimmt doch immer mehr und mehr ab. Und sie zeigen natürlich auch, die Veganer, dass man sich anders ernähren kann. Glauben Sie, dass wir da in den nächsten Jahren noch eine größere Bewegung erleben werden, die sich immer mehr von dem Fleisch und der Fleischindustrie abkehrt? Oder glauben Sie, dass das trotzdem so marginalisiert bleiben wird, wie es ja bislang de facto ist? Also ich meine, auch wenn sehr viel über Veganismus gesprochen wird beispielsweise, sind es ja trotzdem nur ganz wenige Prozent. Naja, Berlin ist die vegane Hauptstadt der Welt. Also nirgendwo ist der Prozentsatz so groß wie in Berlin. Das zeigt auch wieder, dass neue Ernährungsformen vor allen Dingen in urbanen Lebenssituationen ausprobiert werden. Und insofern ist das tatsächlich das, was in Berlin stattfindet, auch ein Blick in die Zukunft. So, jetzt, wenn Sie mich fragen, wie sieht die Zukunft aus, ist immer die Frage, wie kann man auf sowas antworten, ohne rein ins Spekulative abzugleiten? Aus einer kulturhistorischen Perspektive würde ich immer sagen, die Dinge werden sich ausdifferenzieren und dann irgendwann bei mehr oder minder stabilen prozentualen Verteilungen sich einpendeln.
Ich glaube nicht, dass die Menschheit jemals darauf verzichten wird, Tiere zu essen in irgendeiner Form. Es gibt ja auch Tiere, die, sagen wir mal, kein Problem haben mit Massentierhaltung, wie Maden, wo wir aber noch Probleme haben, sie als Nahrung zu akzeptieren. Und ich glaube auch nicht, dass Veganismus und Vegetarismus jetzt kurzfristige Erscheinungen sind, die irgendwann verschwinden werden. Wie sich das dann aber nachher ausdifferenziert, ist sicherlich etwas, was man im Moment noch nicht vorhersehen kann, weil ich glaube, dass das, was wir im Fleischkonsum um 1900 beobachten können, nämlich dass die Ernährung dazu führt, dass ich an bestimmten sozialen Schichten teilhaben kann, dass sich das genau im Moment im Bereich der Bio- und Vegetarismus- und Veganismus-Szene abspielt. Da erkauft man sich ein Stück weit auch, die Produkte sind nicht günstig, eine Teilhabe an in bestimmten gesellschaftlichen Gruppierungen. Da ist also auch ein Mythos, wenn man so möchte. Und das zeigt, dass letztlich egal ist, was wir als Menschen ist, also rein physiologisch. Wir sind Allesesser, wir können alles essen. Aber die Frage ist dann, welche symbolische Zuschreibung ist mit den Nahrungsmitteln verbunden? Und hier sehen wir im Moment eine völlige Umwertung zwischen fleischlichen und nicht fleischlichen Produkten. Wo sich diese Umwertung aber nachher einpendeln wird, das weiß ich nicht. Ich glaube eben nur aus kulturhistorischer Sicht, irgendwann werden wir relativ stabile Verteilungen haben. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, denn dann können wir ja schon mal davon ausgehen, wenn es kommt, wie Sie sagen, wenn das Fleisch nie ganz verschwinden wird, dann werden natürlich auch die Probleme, die Sie im Buch aufwerfen, beispielsweise gibt es sowas wie ein menschliches Töten, wie steht es um die Hygiene, dann wird es darum natürlich auch in Zukunft gehen und wer mehr darüber erfahren möchte, der sollte Fleisch, die Geschichte einer Industrialisierung von Christian Kassung lesen. Es ist bei Brill erschienen, knapp 300 Seiten lang und kostet 42,90 Euro. Darüber hinaus wollen wir uns natürlich bei all unseren Hörerinnen und Hörern bedanken, die uns unterstützen. Vielen Dank und natürlich Ihnen, Herr Kassung, vielen Dank für das Gespräch. Ja, meinerseits ganz herzlichen Dank, war mir ein großes Vergnügen. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!